Hey ho Leute, hier kommt kurz ein kleines Update-Video, da ich einige Punkte habe, für die ich jetzt nicht einen Community-Beitrag machen will, da es vielleicht ein bisschen zu viel Erklärung jetzt ist und das da untergehen wird, also als kleines Video. Zum einen habe ich endlich ein neues Aufnahmegerät, weil die Xbox Game Boy ja immer noch, oder ich weiß nicht, ob alle das von euch wissen, aber die zickt ziemlich rum. Und Xbox kümmert sich ein Scheiß darum, wirklich seit gefühlt 2 Jahren ist da Probleme. Ich habe früher jeden Tag mich an den Support gewendet, der aber absolut nicht weiterhilft. Da kann ich echt nur sagen, Xbox ist schrecklich. Die ignorieren es komplett und die Xbox Game Boy geht immer mehr kaputt. Und das ist halt die ich zum Aufnehmen benutzt habe. Aber ich kann mittlerweile nicht mal mehr clippen, was ich einigen auch schon im Privaten gesagt habe, die mit mir gezockt haben. Was halt eben für meine Clips blöd ist, die ich für die Best-of-Compilations benutze. Vor allem in Sea of Thieves macht das Probleme. Und ja, Xbox ist einfach scheiße. Und ich habe jetzt ein neues Aufnahmegerät. Das Gute ist, es funktioniert einwandfrei und viel besser als die Xbox Game Boy. Wirklich, muss ich sagen. Nur ich kann mit diesem Aufnahmegerät kann ich nicht clippen. Also mache ich es jetzt so, dass ich nämlich immer im Hintergrund aufnehme. Egal, was ich mache. Das ist dann eine Menge Arbeit, das alles durchzuschneiden, aber mittlerweile bin ich etwas erfahrener und kann von vornherein sagen, ob eine Aufnahme überhaupt gut ist, ob es sich lohnt, da durchzuschauen. Weil früher habe ich das auch so gemacht und dann habe ich aufgehört, weil ich da teilweise stundenlang Material durchschauen musste und darauf hatte ich echt keinen Bock und es hat echt lang gedauert und ich kam überhaupt nicht voran. Sondern jetzt, ja, kommen wieder größere Videos von mir. Das bedeutet allerdings, dass es keine Clips mehr geben wird. Jedenfalls nicht in Sea of Thieves, in anderen Games vielleicht noch. Da spinnt die Gamer nicht so krass rum. Das heißt, die Videoreihe mit Best-of-Compilation wird, vor allem in Sea of Thieves, wird enden. In Splatoon nicht. Bei anderen Games weiß ich es nicht. Da wird es welche geben, nur halt eben seltener. Aber Best-of-Sea of Thieves wird enden. Und zwar schon, es wird keine weiteren Clips mehr geben, sondern die ich jetzt habe, werden nur noch hochgeladen und das wird auslaufen, fertig. Ich kann sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ist schon Episode Best of Sea of Thieves Part 26 ist schon fertig, bis dahin. Und ich habe noch etwa 200 bis 300 weitere Clips. Also ich schätze mal, vielleicht wird es so 30 bis 35, vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. Ich habe die Clips noch nicht alle durchgeschaut, welche ich reinnehmen werde. Aber diese Reihe wird dann halt, wie gesagt, enden. Part 26 ist schon fertig. Und weitere Parts werden noch fertiggestellt, nur es kommt kein neues Material dafür. Und ja, dann werden wieder Sea of Thieves Videos kommen, die, nicht so Compilation-mäßig sind. Zum Beispiel, aktuell gibt es ja diese güldenen Seefahrten in Sea of Thieves, die Gilded Voyages. Die mache ich gerade auch und da nehme ich jetzt auch immer im Hintergrund auf. Und zum Beispiel die Handelsbund-Voyage, durch die ich mich heute gequält habe. Boah, war das ein Albtraum. Das habe ich im Hintergrund auch aufgenommen und daraus schnappe ich ein Video, das halt, es wird dann so in etwa lauten wie, ich quäle mich durch die Handelsbund Voyage oder so, weil, das war ein Albtraum. Aber ja, ihr versteht schon. Zum nächsten Punkt, da ich aktuell einige Zeitprobleme habe und ich bis 17 Uhr arbeite, habe ich nicht mehr so viel Zeit wie früher. Es hat zur Folge, dass ich einige Projekte auf Eis legen musste, die ich jetzt auch gleich aufzählen werde. Und ich möchte direkt mal sagen, wenn ich sage, ich lege das aufs Eis, dann heißt das nicht, dass es verworfen wird. Es wird definitiv kommen. Es kann allerdings bis zu 10 Jahre dauern, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber so spätestens nach 10 Jahren, wenn da nichts kommt, dann. Ich werde sagen, wenn ich etwas abbreche und es definitiv nicht wiederkommen wird. Aber wenn ich sage, es ist auf Eis gelegt, dann heißt das, ich kümmere mich gerade nur nicht darum, aber es wird noch kommen. Außer wenn ich sage, es ist abgebrochen, es ist verworfen. So, ich habe mir jetzt nämlich auf meinem Discord-Server einen Notizblock erstellt, den ich Eisfach nenne. Und da schreibe ich halt alles rein, was ich aktuell auf Eis lege. Und das sind aktuell 6 Sachen. Zum einen Gmod-Videos. Das ist allerdings etwas, das habe ich nie angekündigt. Das wollte ich einfach schon immer mal machen. Also das ist, könnt ihr eigentlich ignorieren, diesen Fakt, das ist gerade ziemlich dumm, dass ich das genannt habe. Ich will es nur sagen, was da drauf steht. Ich wollte nämlich auch mal Gmod-Videos animieren. Aber das ist Next Level und boah, keine Ahnung, wann das kommen wird. Verlasst euch nicht drauf, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre was wird. Bis dann habe ich aber auch noch genug anderen Content, denke ich mal, von anderen Games. Das nächste wird einige vielleicht ein bisschen ärgern. Die SCP-281.de Vertonung. Ja, ich habe schon viele von den
Sprechern haben mir das geschickt. Teilweise haben mir Leute die Sachen dafür schon vor einem Jahr geschickt. Die wissen es vermutlich gar nicht mehr. Aber ich komme nicht mehr dazu. Ich habe seit ein paar Monaten jetzt schon nicht mehr dran weitergearbeitet, weil ich einfach nicht die Zeit dazu finde. Und ja, bevor ich mich jetzt noch weiter dran stresse, lege ich es erstmal auf Eis und kümmere mich später darum, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich den aktuellen Haufen an Videomaterial endlich mal durchgearbeitet habe. Ich habe nämlich echt viel Videomaterial vorgefertigt. Wenn ich das alles durch habe, dann werde ich mich wieder in die Vertonung machen, aber es kann echt lange dauern. Also wirklich echt lange. Ich habe hunderte, wenn nicht tausende Clips oder Stunden Videomaterial. Es kann echt lang dauern, deswegen habe ich es auf Eis gelegt. Das nächste wäre der Gmod-Server. Den kennen vermutlich nur welche damals schon auf meinem Discord waren. Grüße an Cheese an der Stelle. Ich hatte mal vor, einen Gmod-Server zu machen zum SCP-Theme. Das ist echt lang her und auf YouTube habe ich das eigentlich, glaube ich, auch nie angekündigt. Aber ich habe es auf Discord immer davon geredet. Und das würde ich jetzt auch auf Eis legen. Wobei es schon echt lange auf Eis lag, sogar schon inoffiziell. Aber es ist jetzt offiziell auf Eis. Ich habe allerdings auch bemerkt, dass ich scheinbar sämtliches Material, was ich dazu vorgefertigt hatte, schon gelöscht habe. Also kann sein, dass das sehr bald offiziell abgebrochen wird und ich das niemals mache. Ich habe sie aber mal stehen als Notiz, vielleicht komme ich irgendwann drauf zurück. Das nächste Punkt wäre die Shanties-Videos in Sea of Thieves. Einige von denen, die länger dabei sind, wissen, dass ich früher zu jedem Seemannslied Sea of Thieves-Video hochgeladen habe, mit jedem Instrument und in jeder Kombination. Ich bin aktuell noch bei den Dreiern, dass immer drei Instrumente sind und da ist schon länger nicht mehr was dazu gekommen und jetzt ist es offiziell auf Eis gelegt, weil ich nicht die Zeit dazu finde und nicht die Moral. Also ich habe die Moral, aber ich habe keine Leute, die das mit mir machen wollen. Wenn ich hier vier Computer hätte und vier Arme, dann würde ich die alle allein aufnehmen. Aber es müssen halt Leute dabei sein, die mitmachen wollen. Und das will halt kaum einer. Aber wenn ihr Lust habt, mit mir Seemannslieder aufzunehmen, dann meldet euch gerne bei mir. Ich brauche aktuell zwei weitere Personen, wir müssen zu dritt sein und ihr müsst euch darauf einstellen, es kann teilweise lange dauern und das Schlimmste ist, wenn ein Lied unterbrochen wird durch irgendwas und wir nochmal von vorne beginnen müssen. Teilweise dauern die Lieder 3 Minuten, ne? Und ich will halt, wenn schon mehrere am Stück aufnehmen. Ihr würdet aber von den Milestones her profitieren, sonst könnt ihr euer Captain-Schiff nehmen, das ihr legendär machen wollt. Wir spielen da auf Musik, da kriegt ihr viele Meilensteine, ne? Also, ich würde mich freuen, wenn welche sich melden würden, weil ich will das langsam echt weitermachen. Aber ich finde halt keine Leute dafür. Dann habe ich noch zwei Sachen auf der Liste. Das waren Videoideen von mir, die ich hier aber noch nicht anteasern möchte, weil das soll eine Überraschung werden. Die habe ich auch auf Eis gelegt. Aber da werde ich bald wieder dran weiterarbeiten. Das sind so Sachen, da kann man immer nebenbei dran arbeiten. Wird aber noch eine Weile dauern, wie gesagt. Und das ist so aktuell halt eben mein Eisfach. So, und jetzt der letzte Punkt, das 200-Abonnenten-Special. Ich habe jetzt zu meinem 100-Abonnenten-Special eine Timeline des Sea of Thieves gemacht, bis Season 9. Und als nächstes Special würde ich diese Timeline gerne fortführen. Ich habe dann überlegt, soll ich einfach mal die Timeline von letzten Mal davor schneiden, sodass das quasi eine neue Version wird, die noch länger geht, oder ob ich jetzt einfach bei Season 9 beginnen soll. Und dafür habe ich mich auch letztendlich entschieden, es wird bei Season 9 beginnen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann mache, werden wir mal schauen. Jetzt werde ich aber sagen, diesmal fange ich, ab 200 Abonnenten fange ich erst mit dem Special an. Letztes Mal habe ich es vorbereitet und bei etwa 80 Abonnenten hatte ich das Special fertig. Das werde ich diesmal nicht so machen. Vor allem deswegen, weil damals, als ich etwa 90 Abonnenten hatte, habe ich mal einen Community-Post gemacht, dass mein Special fertig ist. Sobald ich die 100 knacke, lade ich es hoch. Und dann hat ein User geschrieben, dass er es jetzt schon will und wollte es die ganze Zeit haben und hat dann scheinbar seine Freunde darum gebeten, mich zu abonnieren, was sie dann getan haben. Es war 22 Uhr und ich habe mir gedacht, es würde heute nicht mehr online kommen, weil das Video ging echt lange und das würde YouTube nicht packen. Es dauert eine Weile, das zu verarbeiten. Deswegen wollte ich es erst am nächsten Morgen hochladen. Er wollte aber unbedingt, dass es an dem Tag kommt. Ich habe dann aber gesagt, nein, das kommt erst morgen. YouTube würde das auch nicht schaffen. Und am nächsten Morgen haben diese Leute auch schon wieder deabonniert, also war wieder Hund unter den 100 Abos. Also, ja, wirklich, echt jetzt, nee, sowas mache ich auch nicht nochmal. Ich habe auch echt überlegt, ob ich es dann wirklich hochlade, weil das mache ich auch nicht. Wenn ihr euch nicht gedulden könnt, dann ist das euer Problem, nicht meins. Und deswegen werde ich mich auch nicht hetzen. Ich werde erst, wenn die 200-Abo-Marke erreicht ist, werde ich mich an das Video setzen. Und dann werde ich immer Updates geben, wie weit es ist. Und es wird nicht so lange dauern wie andere Projekte. Ich werde mich da relativ beeilen. Und so Abo-Manipulation, nur damit das Video kommt, lasse ich auch nicht nochmal mit mir machen.
Ich bereue es ehrlich gesagt, dass ich damals schon direkt hochgeladen habe. Ich hätte weiter warten sollen, bis die 100 kommen sollen. Nur weil der Typ jetzt hier seine Freunde anschaut, dass sie mich alle nur dafür abonnieren. Nee, mache ich nicht. Und ansonsten war es das jetzt mit diesem Update-Video. Ich muss jetzt gleich noch ein paar Sachen erledigen. Und dann noch weiter meinen Wächter-Grind machen, damit ich bald endlich Level 1000 bin, damit ich endlich den goldenen Ghost-Kurs habe, den ich mir mittlerweile schon längst verdient habe. Oh. Kleines Update, zur Zeitpunkt der Aufnahme bin ich Level 831. Vor Season 13 will ich ihn möglichst haben. Und ja, bis dann, dann stay fresh.